manager for General Electric Capital Corporation. They're my friends and family. What means that, friends and family? You don't allow to talk about this? I have family members. I have friends. And this is where I got all this. Family and friends. This is where I got all this. Family and friends. Bevor ich mit diesem Video starte, möchte ich kurz auf einen Disclaimer hinweisen. An jeden Zuschauer, der es hier sieht, das sind sehr, sehr gefährliche Informationen, die ich hier preisgebe. Und ich persönlich empfehle, dieses Video nur mit einem Aluhut und mit einem Schutzanzug anzuschauen. Löscht am besten nach diesem Video, wenn ihr es durchgeschaut habt, euren Verlauf, damit ihr mit dieser Sache nichts zu tun habt. Kurz zu der Story, ich habe vor ein paar Tagen einen Stream von Elias gesehen. Da ging es um Aliens, Pyramiden, Antarktis, Area 51. Seitdem her habe ich keine einzige Nacht mehr geschlafen. Ich habe diese Erkenntnis gemacht und ich bin mir im Klaren, was das bedeutet. Nämlich gehe ich einen Schritt, der, glaube ich, so noch nie jemand gemacht hat. Sollte ich nach diesem Video die nächsten Stunden, Tage, Monate, keine Ahnung was, verschwunden sein, ist dies ein Zeichen, dass ich recht hatte. Freunde, wir beginnen mit den Pyramiden. Pyramiden wurden circa vor 12.000 Jahren gebaut. 12.000 Jahren. Fragt euch bestimmt, ey, wie kann die Menschheit vor 12.000 Jahren so etwas gebaut haben? Viele gehen davon, es waren Aliens. Viele davon gehen aus, es ist einfacher, als wir alle denken. Nein, ist es nicht. Ich habe die Lösung, aber zuerst noch ein paar Eckdaten zu der Pyramide. Es gibt mehrere Pyramiden. Einmal die in Ägypten, in Mexiko und noch an einem anderen Standort, den weiß ich ehrlich gesagt. Wenn man diese Pyramiden in einer geraden Linie anzeigt, dann ist die Metanzahl genau dieselbe Zahl wie die Lichtgeschwindigkeit. Zufall? Ich denke nicht. Area 51. Freunde, seit Jahren ist die Area 51 das Alien-Hauptquartier. Aber wie ist man eigentlich auf diese Area 51 gekommen? Weil wenn die so geheim ist, warum hat man sie nicht einfach komplett geheim gehalten? Ich habe jetzt die Jahre nicht in meinem Kopf, aber ich glaube 1950 oder sowas, keine Ahnung, ist in Nevada, dort wo die Area 51 ist, etwas abgestürzt. Ein UFO. Ja, man weiß nicht, was genau das war, aber es ist was abgestürzt. Ein Bauer ist direkt dorthin gefahren, hat gesehen, wie es eine Explosion gab und was er gefunden hat, war schockierend. Dieser Bauer hat das beschrieben wie ein Gerüst, darum ist Alufolie gewickelt, so wie bei der Raumfahrt. Ja. Er meinte auch, er hat zwei Körper darin gesehen. Aber, Freunde, rate mal, wo dieses Raumschiff hingebracht wurde. Richtig! In die Area 51. Das heißt, man hat durch diesen Absturz eigentlich die Area 51 gefunden. Ja. Und dann begann dieses ganze Geheimnisvolle, dieses, ey, wir wissen, was da abgeht und so weiter und so fort. Kommen wir zu der Mondlandung. Also du willst mir erzählen, man ist auf dem Mond gelandet, glaube ich 6 Mal, wenn ich mich nicht täusche. Und das jetzt, seit gut, sind das 40 Jahre? Seit 40 Jahren nicht mehr? Jungs, warum sollte man seit 40 Jahren nicht mehr auf dem Mond sein? Es gibt für mich keinen Sinn. Ich sage, man hat was auf diesem Mond entdeckt. Es muss nicht mal zwingend auf dem Mond sein, weil ich glaube, man hat was entdeckt, was man von dieser Erde hier nicht sieht. Und auf dem Mond waren nur Amerikaner. Wo ist die Area 51? In Amerika. Zufall? Ich denke nicht. Seit einer gewissen Zeit ist ein Prototyp in Umlauf. Eine Dyson-Sphäre. Weiß nicht, ob ich da schon mal was gehört habe, aber das ist so wie ein Ring, der um die Sonne ist und die Energie von der Sonne aufnimmt und die dann der Erde spendet, etc. Auf jeden Fall gab es, glaube ich, die ersten Dyson-Sphären von über 10 Jahren. Und die zu bauen, bräuchte man die ganze Energie von einem Planeten. Ende 2023 wurde im Weltall etwas gesichtet. Es war ein flackerndes Licht und viele gingen davon aus, dass es ein Stern war, der ausgelöscht ist. Aber Spezialisten meinten, es ist nicht möglich, dass ein Stern so hell flackert. Kann es sein, dass es eine andere Galaxie gibt, die eine Dyson-Sphäre hat?
Offensichtlicher geht's nicht mehr. Wir sind die Aliens. Ja, es mag krank klingen, aber ich glaube, wir gehören nicht auf diesen Planeten. Wir gehören nicht drauf. Das ist nicht unser Planet. Wir kommen von einem anderen Planeten. In einem anderen Universum, von dem wir noch gar nichts wissen. Doch dieser Planet hat wahrscheinlich dieselben Probleme wie unser Planet auch gerade. Krieg, Klimawandel, all die anderen Probleme. Dieser andere Planet hatte dann so einen Typ. Elon Musk. Ja, also so ein Elon Musk, der auf die geisteskranke Idee kam, einfach einen anderen Planeten zu besuchen. Jo, und jetzt sind wir hier. Ich sage, wir wurden dieser Erde abgesetzt. Und die, die uns hier abgesetzt haben, sind dann wieder auf ihren Planet zurückgegangen und wollten eigentlich den Planet aufbessern. Keine Ahnung, vielleicht wurde der Planet auch überbevölkert. Wollten sie uns wieder abholen? Hat da wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, ich war dazwischen gekommen. Und jetzt sind wir auf diesem Planet hier gefangen. Jetzt denkt ihr euch, hey, das klingt alles sehr, sehr krank. Ja, klingt's auch, aber mit zu den Pyramiden. Warum genau ist der Abstand von den Pyramiden die Lichtgeschwindigkeit? Die Leute, die diese Pyramiden gebaut haben, wissen mehr, als wir wissen. Das heißt, die wollten uns ein Zeichen geben. Wir können keine Lichtgeschwindigkeit fliegen, aber vielleicht müssten wir für unseren Planeten, unseren Heimatplaneten zu besuchen, Lichtgeschwindigkeit fliegen. Die Area 51. Was wird darin geforscht? Haben sie Aliens gefunden? Kann sein. Gibt da wahrscheinlich tausende Aliens. Ich denke, die Area 51 ist tatsächlich, also die Theorie, die ich sage, denke ich, wenn sie real ist, ist die bekannt bei gewissen Leuten. Und ich denke, dort drin wird nachgeforscht nach einem Planeten, wo Leben existiert. Nein, wo wir existieren. Unseren Heimatplaneten. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr wisst, ey, wir sind Außerirdische auf dem Planeten? Es gibt Tiere auf diesem Planeten, die gibt es länger als wir. Und die haben sich einfach fast gar nicht fortgeschritten. Freunde, ich weiß, die Theorie klingt wirklich sehr, sehr krank. Und ich hoffe, sie stimmt nicht. Und ich bin euch ehrlich, ich habe keine Angst mehr. Wenn ich gepackt werde, werde ich gepackt. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Und ihr könnt euch sicher sein, ich streame jeden Tag auf Twitter. Es kommen sehr viele YouTube-Videos online. Wenn nichts mehr kommt, dann bin ich weg, Freunde. Und stellt euch nur mal vor, was wir alles wissen könnten, wenn unser Fokus da draußen im Universum liegt. Doch leider liegt unser Fokus auf andere Sachen.